Kann man sagen, Glück im Unglück, dass es in so einer Phase der Saison passiert ist, dass der Cheftrainer nicht da ist? Ich habe eigentlich gedacht, dass er resistent ist. Ja, 3-1 in Heslingen. Lockeres Schaulaufen oder welchen Wert hatte das heute? Ich glaube, es ist erstmal schön. Wir waren ja auch ein paar Jahre jetzt nicht hier in Heslingen. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Stadion war voll. Ich glaube, es war eine ganz gute Stimmung. Trotz der Kälte ein paar Tore gesehen. Sicherlich hätte auch das eine oder andere mehr fallen können. Aber das war schon okay soweit. Gute Aktivität im Spiel drin. Man hat gemerkt, dass die Jungs Gas gegeben haben. Ja, man hat eine gewisse Spielfreude, einen gewissen Spielwitz auch gesehen. Schönes Tor der Heslinger. Was man auch sagen muss, super gemacht. Und es ist nie einfach, gerade nach so ein, ob das nach der Saison ist oder auch nach der Hinrunde, jetzt dann so ein Testspiel zu spielen. Aber so im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Wir müssen natürlich über den Trainer reden, über den eigenen. Heute nicht da, Corona, wie schlecht geht es ihm oder geht es ihm eigentlich ganz gut? Ja, soweit geht es ihm ganz gut. Er hat ein paar Erkältungssymptome, aber ansonsten jetzt nichts Wildes. Wir haben heute Mittag noch telefoniert und ja, war alles in Ordnung. Von daher hoffen wir, dass wir ihn jetzt auch bald wieder bei uns haben. Sensibilisiert das trotzdem nochmal so ein Corona-Thema? Schrillen da so ein bisschen Alarmglocken und man achtet nochmal ein bisschen mehr drauf, dass ihr nicht zu nah an die Fans rankommt, meinetwegen? Ja, es ist halt schwierig. Ich meine, wenn man das dann jetzt hier sieht, irgendwie will man ja auch der nahbare Verein sein, aber irgendwo verdeutlicht das natürlich auch wieder, dass wir uns doch in besonderen Zeiten aktuell bewegen. Von daher, wir sind alle dafür sensibilisiert, die Mannschaft insbesondere, da auch ein Stück weit vorsichtig zu sein, die Hygienemaßnahmen, Regeln auch einzuhalten. Aber man sieht auch wieder, man kann es halt auch nicht komplett ausschließen und unterbinden. Von daher müssen wir gucken, dass wir da so gut wie möglich durchkommen. Wird die Testfrequenz da jetzt nochmal erhöht diese Woche, damit man die auch noch sauber zu Ende bringt und dieses Blitzturnier eben auch spielen kann? Oder ist das vielleicht sogar in irgendeiner Form gefährdet, dass man sagt, wir gehen jetzt mal kein Risiko, vielleicht verzichten wir sogar auf die Reise am Samstag? Ja, das ist jetzt im Moment nicht geplant. Sicherlich so, wir haben alle durchgetestet heute. Wir haben auch noch den einen oder anderen, der ein bisschen angeschlagen ist, der auch heute nicht dabei sein konnte. Die werden wir morgen auch testen. Also wir werden das jetzt schon so weit fortführen, um da auch kein Risiko einzugehen. Und wie gesagt, das sind spezielle Zeiten. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein und damit irgendwo auch umgehen und leben. Kann man sagen, Glück im Unglück, dass es in so einer Phase der Saison passiert ist, dass der Cheftrainer nicht da ist? Ich habe eigentlich gedacht, dass er resistent ist, weil er hat ja wirklich jetzt, ich weiß nicht, die letzten 3 Jahre ist es jetzt das erste Mal. Aber ich glaube, irgendwann erwischt es jeden Mal. Und es ist natürlich vom Zeitpunkt her, kann man schon sagen, dass der recht gut ausgewählt ist. Es wird viel über die WM gesprochen in diesen Tagen. Ist das eine Sache, die Sie auch abgesehen vom beruflichen Interesse gut finden und gucken würden? Also grundsätzlich ist es so, dass es eine Weltmeisterschaft ist. Das muss man ja ganz klar sagen. Und natürlich ist da das Interesse auch da. Ich denke, dass vor 12 Jahren wurde die Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass das ein Fehler war. Es wird sicherlich eine andere WM, als wir das auch gewohnt sind. Aber trotz alledem ist es eine Weltmeisterschaft und ich werde das natürlich auch verfolgen. Klar, Niklas auch, unsere Mannschaft, auch aus Fanbrille für Deutschland. Von daher drücke ich den Jungs unserer Mannschaft ganz fest die Daumen. Hängt man da emotional noch mal mehr drin, wenn ein eigener Spieler dabei ist und man die Leidensgeschichte von Niklas Füllkrug eben kennt? Also ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass ich es intensiver verfolgen werde, als ich es vielleicht sonst getan hätte. Mich freut es unheimlich für ihn und ich hoffe natürlich auch, dass er den einen oder anderen Einsatz bekommt und auch alsbald Nationalspieler ist.